Außer Internet, wir hatten davor schon über die Gerüchte berichtet, jetzt ist es auch offiziell, Burnout Paradise kommt als Remaster-Version zurück und das heißt, alle Inhalte des Spiels von 2008 inklusive aller 8 DLC-Pakete und 4K-Grafik bei 60 FPS. Diese Neuauflage kommt erstmal auf die PlayStation 4 und die Xbox One, später soll dann auch die PC-Version nachfolgen. Die PS4 und Xbox One-Version erscheint schon am 16. März, die PC-Version kommt dann irgendwann später, 2018. Leer ausgehen tut diesmal aber die Switch, die ja in den letzten Wochen eigentlich eher fast alle Remasters abbekommen hat. Burnout Paradise kommt aber nicht mehr auf die Nintendo-Konsole. PlayerUnknown's Battlegrounds wächst weiter, denn nach den beiden Karten Arangel und Miramar soll noch eine dritte Karte hinzukommen, soweit so bekannt. Jetzt haben die Entwickler von PUBG Corp. aber auch den Zeitrahmen eingegrenzt, wann sie sich wieder dazu äußern wollen. Im März soll es dann neue Infos zur bisher noch namenlosen dritten Karte geben. Bisher ist von der nur bekannt, dass sie sehr abwechslungsreich sein soll, also es zum einen Küstenabschnitte mit Mittelmeerklima geben wird, zum anderen aber auch im Zentrum der Karte Berggipfel mit Schnee obendrauf. Außerdem soll es dann im März auch neue Infos zur Roadmap für 2018 geben, was die Entwickler an PUBG verbessern und erweitern wollen. Konkret will man sich jetzt endlich dieser lästigen Ping-Problematik annehmen. Und dann orakelt man noch, es sollen neue Inhalte, die umfangreichere Battle-Royale-Erlebnisse bieten geben und außerdem Verbesserungen und Modifikationen für realistischeres Gameplay. Ab sofort gibt es auf den Testservern das Update 6. Wenn das stabil läuft, wird es dann auch auf die Live-Server aufgespielt. Glenn Schofield und Michael Condrey, die Gründer vom Entwickler Sledgehammer Games, der zuletzt Call of Duty World War II gemacht hat, verlassen das Entwicklerstudio. Aber keine Angst, das wird nicht eine Wiederholung dieser ganzen Infinity Ward-Drama-Geschichte wie bei Jason West und Vince Zampella. Denn Michael Condrey und Glenn Schofield bleiben im Unternehmen und werden sogar nach oben befördert. Die sollen nämlich in Zukunft nicht näher genannte hochrangige Positionen bei Activision bekleiden. Beide erklären, dass sie sich für das tolle Angebot bedanken und in dieser Beförderung eine große Chance sehen. Ihre Nachfolge beim Entwickler Sledgehammer Games soll Aaron Helden übernehmen. Der ist schon seit Studiogründung bei Sledgehammer Games dabei und wird jetzt der neue Studiochef. Das Studio hatte zuletzt, wie bereits erwähnt, Call of Duty World War II gemacht und wird auch weiterhin die Call of Duty-Serie weiterentwickeln. Glenn Schofield und Michael Condrey hatten Sledgehammer Games 2009 gegründet. Das war nach ihrem Ausstieg bei Visceral Games, auch ein Studio, das sie gegründet haben. Das ist ja erst im vergangenen Jahr vom Publisher Electronic Arts dicht gemacht worden. Das war's für heute mit den News. Die nächste Folge gibt's dann morgen. Bis dahin, weiterspielen.